Name ist Melanie Kurz, ich bin Lehrerin an der Johannes-Landenberger-Schule in Waiblingen. Und als wir auf der Suche nach einem Thema für den Schulpreis waren, war uns ziemlich schnell klar, dass wir eigentlich gar nicht weit weg müssen, weil wir eigentlich alles hier an Geschichten und unterschiedlichsten Personen jeden Tag sehen und selber Geschichte machen und Geschichten erleben. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß bei unseren Eindrücken, die vielleicht zeigen, dass es im Leben nicht immer nur geradeaus gehen muss. Erlebe ich die Vielfalt. Die Vielfalt erlebe ich tatsächlich in meiner Schülerschaft, sage ich jetzt mal. Ich habe eine ganz bunte Schülerinnen- und Schülerschaft mit Menschen, die höchst unterschiedlich sind und ganz interessante Persönlichkeiten, und das setzt sich tatsächlich auch in meiner Lehrerinnen- und Lehrerschaft fort. Also auch in meiner Lehrerinnen- und Lehrerschaft gibt es unwahrscheinlich viele Persönlichkeiten und alles Mögliche da, alle Charaktere, und das ist, so erlebe ich die Vielfalt hier in der Schule. Also ich bin die Celine, ich bin 26 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung als Kauffrau im E-Commerce. Ich bin durch eine Freundin damals auf diese Ausbildung gekommen, die das auch macht und sehr begeistert davon war. Ich habe damals eine Arbeitserprobung gemacht und verschiedene Testungen gemacht, um zu sehen, ob das zu mir passt. Und da habe ich schon gesehen, dass hier die Individualität sehr gefördert und erkannt wird. Ja, dann haben die gesagt, dass es passt, und ich habe angefangen und ich habe tolle Leute kennengelernt, die alle sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Glaubensrichtungen, Werdegänge und Interessen haben. Aber trotzdem verbindet uns eines, dass wir halt diese Ausbildung machen und alle in irgendeiner Form anders sind, dass wir psychische oder körperliche Erkrankungen haben. Und da habe ich eben diese Liebe erfahren, dass wir unterstützt werden von Psychologen, Sozialpädagogen und Ernährungsberatern oder Lehrern. Egal, was wir für Bedürfnisse haben oder Wünsche, die gehen auf uns ein, und das habe ich sonst nie so erlebt. Ich fühle mich hier auch sehr akzeptiert und respektiert. Die Lehrkräfte sind daraus ausgerichtet, uns individuell zu fördern. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich brauche mal eine Pause oder ich verstehe das nicht, dann wird direkt auf uns eingegangen, weil wir einfach eine kleinere Gruppe sind. Also wir hier werken, nennt sich ja auch kreatives Werken, versuchen wir natürlich individuell auf jeden einzugehen. Wir fangen immer mit einem Thema an, dass dann jeder sozusagen das vorgegeben ist, und dann darf jeder individuell nach seinen Wünschen und Bedürfnissen arbeiten, ob er dann was mit Holz macht, mit Ton, mit Glas oder Metall, Speckstein, Perlenweben oder Nähen. Da gehen wir natürlich dann sehr individuell auf die Person ein und versuchen da jetzt nicht zu sagen, du musst jetzt dieses oder jenes Motiv oder wie auch immer umsetzen, sondern nach seiner eigenen Lebensrealität. Ja, also ich höre ein bisschen über dieses, wie ich mich hier als Transperson allgemein fühle, was sicher ein wichtiges Thema ist, und deswegen an sich fühle ich mich hiervon durch einen Lehrer und Auszubildenden wirklich akzeptiert und respektiert, und auch von allen Mit-Azubis und Mitschülern, wo ich kenne, ist es genauso. Also ich habe so eine Top-Stelle für jeden. Ich fühle mich auch sehr wohl hier am BBW. Man wird von allen respektiert, von den Ausbildern, von den Lehrern, von den Sozialpädagogen, auch das ganze Team, von den anderen Azubis, auch insgesamt an der Schule, ist wirklich super. Es ist ein großer Zusammenhalt da, und ich bereue das keinen einzigen Tag, dass ich mich entschieden habe, hier meine Ausbildung zu machen. Ja, man kriegt auf jeden Fall immer Unterstützung. Es gibt auch immer Zeit für einen, man hat nicht so einen Druck. Wenn man zum Beispiel auch Schwierigkeiten in der Schule hat, kann man zum Stützunterricht gehen. Und dadurch hat man auch immer im Kopf, dass auch bei kleinen Schwierigkeiten nicht gleich die Welt untergeht, wie es jetzt zum Beispiel bei einer regulären, dualen Ausbildung ist. Und deswegen ist es wirklich insgesamt eine große, also der Druck, der ist nicht mehr so da. Und es hilft einem sehr arg. Ja, das stimmt. Ich versuche das Freizeithaus auch, seit ich hier bin, so zu gestalten, dass alle, die hier als BesucherInnen vorbeikommen, auch ihren eigenen Teil mit einbringen können. So kamen zum Beispiel Teilnehmende auf mich zu und haben gefragt, ob sie hier einen Bibelkreis veranstalten können. Seither gibt es einen Bibelkreis, der selbstverwaltet von zwei Teilnehmenden geführt wird. Die haben dann auch die Werbung gemacht, andere Kolleginnen und Kollegen angesprochen, die daran teilnehmen.
Und das ist ein Angebot wirklich nur für Teilnehmende. Ich war da noch nie dabei. Das ist auch nicht erwünscht, dass ich da dabei bin. Und den Freiraum kriegen die Jungs und Mädels, die da mitmachen, dann natürlich auch. Wie hat Sie das BBB bei Ihren Herausforderungen unterstützt? Na, ich würde auf jeden Fall sagen, mit der Betreuungsstab und auch die Lehrer, alle drumherum, muss ich sagen, was ich so, wenn ich rückblickend in andere Einrichtungen schaue, was eher negativ war. Und es gab schon so einen Rahmen, was, glaube ich, für Jugendliche, junge Menschen, die es schwieriger fällt, so einfach in die richtige Spur zu kommen, waren die Leute für einen da, nicht nur die Freizeitangebote. Klar, man kommt dann auch mit anderen jungen Leuten zusammen über Fußball, das Drachenboot, was es hier gibt, natürlich die Angebote im Freizeithaus. Ja, einfach, ich würde sagen, die Leute drumherum, die das auch ausmachen. Weil sonst hätte ich nicht jemanden gehabt, der mich auch in Entscheidungen unterstützt hätte oder auch bei Problemen mal da gewesen wäre. Also wie tragen Mitarbeiter und Lehrkräfte, also wie haben die dazu beigetragen, Sie in Ihrer Individualität zu fördern, oder wie wichtig war auch die Zusammenarbeit mit anderen Schülerinnen und Schülern? Ja gut, da würde ich auf jeden Fall sagen, mit die Gespräche in jedem Fall. Also das ist immer ein offenes Ohr. Und für mich würde ich sagen, dass man sich auch ernst genommen gefühlt hat, egal mit was man quasi kam, und nicht so mit, das interessiert uns jetzt nicht und macht es mal selber mit dir aus, sondern jeder wurde da individuell behandelt und was halt gerade das Beste für einen war. Also ich war jetzt nie hier, ich war im Internat 2 und 3 und in der Silcherstraße und in der Ulrichstraße war ich, und da denke ich, war dann immer jemand da. Also ich hatte nie das Gefühl, allein zu sein. Ja, wie hat Ihnen die Erfahrung am BBB, also wie hat das Ihren Blick auf das Leben und Ihre Zukunft beeinflusst? Ich glaube, viel mit denen sagen, klar, was man da über all die Jahre an Leute kennengelernt hat, man ist einfach, ich glaube, erwachsen geworden, um das kurz zu fassen, ohne dass ich einfach abschweife, weil, dass man sich selbst vertraut, Selbstbewusstsein hat, dass man das lernt, für sich selbst einzustehen und seine eigenen Entscheidungen zu treffen, auch wenn manche damit nicht einverstanden sind, und daran zu wachsen. Also jedes Problem, das quasi kam, egal was es war, einfach weiterzugehen und zu sagen, ich gucke einfach optimistisch in die Zukunft und stecke nicht meinen Kopf in den Sand. Seit nunmehr fast 29 Jahren arbeite ich jetzt hier im BBB und habe schon ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, andere Mitarbeiter kennenlernen dürfen. Und ich finde es einen ganz besonderen Raum, an dem die Schülerinnen und Schüler meiner Meinung nach ihre Vielfalt, ihre ganzen Fähigkeiten ausleben dürfen, aber auch in ihre Individualität behalten, das heißt nicht in so eine Form gepresst werden, die sie vielleicht gar nicht wollen. Ausgebildeter Sportlehrer ist es für mich ziemlich einfach, mit körperlich beeinträchtigten Menschen umzugehen. Was ich in den letzten Jahren lernen musste, war zu sehen, dass Menschen mit psychischen Behinderungen einen ganz besonderen Umgang erfordern, wo ich das Gefühl habe, dass ich einigermaßen guten Weg finden konnte, auf alle Menschen so einzugehen, wie ich denke, dass sie es brauchen. Vielen Dank, dass ihr mir diese Fragen gestellt habt, und tschüss.